Wir sind in Berlin am Hangar 2 und das ist die Location für den German Hairdressing Award 2008 von Schwarzkopf Professional. Langsam kommen hier alle möglichen Menschen über den pinken Teppich gelaufen und alle sehen fantastisch aus. Alle haben sich aufgebrezelt, denn heute Abend geht es hier richtig um was. Der German Hairdressing Award ist schließlich eine einzigartige Trophäe, ein einzigartiger Preis, der hier von Schwarzkopf Professional verliehen wird heute Abend. Warum ich so fantastisch aussehe, wie ich aussehe, oder? Das zeige ich euch jetzt, denn so war das natürlich nicht den ganzen Tag. Wie ich vorher ausgesehen habe und wer das hier angerichtet hat, das zeige ich euch. Das hier ist also die Styling Lounge für den German Hairdressing Awards 2008 von Schwarzkopf Professional. Hier werden vor allem die Damen jetzt richtig mächtig angehübscht für den heutigen Galaabend. Hinter mir die Moderatorin Nandini Mitra. Die frage ich jetzt mal, was sie für Styling-Tipps für uns hat und wie sehr sie sich eigentlich auf den heutigen Abend freut. Wir gehen mal zu ihr. Ich werde in der Kategorie Publikum den Award verleihen und ich freue mich sehr darauf, denn mein Friseur des Vertrauens hat mir schon immer sehr viel erzählt von dem German Hairdressing Award und jetzt kann ich selber mal hier sein und ich habe schon so viele verrückte und sehr, sehr lässige Frisuren gesehen. Das wird eine große Inspiration hier heute Abend. Heute Abend in Sachen Styling, wie wird dein Kopf aussehen, wenn du hier rausgehst aus der Styling Lounge? Klassisch. Ich habe jetzt ja lange, lange Haare und gerade bei dunklen Haaren finde ich dann schön, mache ich wenig mit Färben oder so, dann einfach Glanz, Fülle, mal schauen. Big Hair sozusagen. Okay, danke Nandini, bis später. So, jetzt bin ich endlich dran. Ich soll natürlich auch nicht aussehen wie so ein nasser Hund heute Abend, denn das ist ja schließlich der German Hairdressing Award, also müssen auch meine Haare in Form gebracht werden. Und das macht Simone liebevollerweise. Ich freue mich ganz doll. Ich werde hoffentlich gleich ganz anders aussehen, werde wahnsinnige Riesenhaare haben, Big Hair, genau wie Nandini Mitra. Und ja, Simone legt jetzt mal los und macht mir einen Ponytail, wie auch immer das dann hinterher aussehen wird. Ihr dürftet jetzt gerade sehen, wie ich mich verwandelt habe und da ich mich nun schon mal so verwandelt habe und hier auch viel besser unter diese ganzen wahnsinnig schönen, kreativen Menschen passe, stürzen wir uns jetzt mal ins Partygetümmel vom German Hairdressing Award 2008. Folgt mir! Was über den heutigen Abend. Erzähl uns, was du hier erwartest vom German Hairdressing Award 2008. Also was ich hier erwarte, ist natürlich selbstverständlich eine wunderschöne, spannende Galaabend. Das ist das Erste. Aber das Wichtigste eigentlich ist, dass hier heute Abend der deutsche Friseur des Jahres gekürt wird. Das ist eine sensationelle Location hier. Sie sehen, die Leute sind hervorragend drauf. Wir werden heute Abend eine Reihe von fantastischen Arbeiten sehen, also ich freue mich ungemein. Ich finde es persönlich für die Friseure sehr wichtig, weil einfach dieser Award gibt die Möglichkeit, einem breiten Publikum zu zeigen, dass wir nicht nur Spitze schneiden können, sondern dass wir einfach mehr können. Das ist ein unheimlich tolles Event für die Friseurbranche, ja? Und das ist das Allerwichtigste, dass wir nach außen auch sowas eben zeigen, demonstrieren. Da freue ich mich auch drüber, hier zu sein. Ich habe von früh an immer an Wettbewerben teilgenommen und das prägt auch, das spornt an und auch viele Fototermine gemacht. Also das ist so der Anfang für eine Zukunft sozusagen. Also ich bin schon sehr aufgeregt. Ich würde das natürlich schon gern wieder gewinnen, aber mal gucken, Konkurrenz ist natürlich, die schläft nicht. Die ist schon sehr, sehr gut, ja. Hast du dich hier schon mal so ein bisschen umgeguckt und den ersten Eindruck gewonnen, den du uns verraten kannst? Ich habe großartige Frisuren gesehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Alle Achtung, was man mit Haar alles so machen kann. Der Schwarzkopf Hairdressing Award 2008 geht jetzt gleich los. Alle haben Hunger, alle sind relativ aufgeregt, ich auch. Bevor wir Ihnen jetzt zeigen, was hier eigentlich genau passiert auf der Bühne, bewegen wir uns mal ganz kurz Backstage dahinter und schauen den Models dabei zu, wie sie sich auf diese gigantische Show hier heute Abend vorbereiten. Viel Spaß dabei.
Schwarzkopf Hairdressing Awards 2008. German Hairdresser of the Year 2008 ist Katrin Meyer. Katrin Meyer! Dieser Titel ist ja wohl das Größte, was man irgendwie erreichen konnte in diesem Jahr, in dieser Branche. Ja. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, sehr gut. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also, das ist einfach Wahnsinn. Viele Freudentränen am heutigen Abend, aber jetzt zählt nur noch eins, nämlich Party, und zwar den Rest der Nacht, und genau das werde ich jetzt auch machen.